In dieser Folge wollen wir das schon seit der Antike bei Seglern berüchtigte Kap Maleas runden. Selbst Odysseus wurde er von diesem Kap durch einen heftigen Sturm ins westliche Mittelmeer vertrieben und kam auf der Insel Djerba ins Land der Lotusesser. Dank der modernen Wettervorhersage haben wir es viel leichter und können unsere Reise um das Kap punktgenau timen. Doch noch ist es nicht so weit. Wir ankern noch immer in der herrlichen Sandbucht vom Ormos Frangos auf der Insel Elafonissos. Was Effektvolles. Ja, lass mich in Ruhe. Hör auf zum Filmen. Nein, ich könnte jetzt ein Packerl Chips vertragen. Gott sei Dank essen wir Chips nur im Schiff, sonst wäre ich schon platt wie eine Tonne. Und schaust du aus wie ich. Blödsinn. Chips? Na, solange sie noch nicht vom Bauch runterkollern, ist noch nicht so schlimm. Filmst du mich noch? Nein. Erst morgen im Laufe des Nachmittags soll sich ein Wetterfenster für unsere Umrundung öffnen. Die Abgrenzung des Schwimmbereiches treibt an unserem Boot langsam vorbei. Zwei Ausflugsboote haben die Boje mit einer Mooring verwechselt. Und als sie dann in Drift gegangen, haben sie einfach abgelegt und die Boje schwimmen lassen. Beschwert ist die Boje nur mit einem Schalstein, den die Boje gerade so tragen kann. Es ist heiß, wir haben kaum etwas zu tun und so bringen wir die Boje zurück an ihren Ausgangsort. Zum Ufer hin liegen Felsbrocken, dazwischen schwimmen bunte Fische. Auch ein paar Drachenköpfe und Krabben können wir entdecken. Dieser Anker liegt Gott sei Dank im Lee von uns, während unserer bereits komplett im Sand verschwunden ist. Es ist jetzt 13 Uhr vorbei. Der Wind hat schon vor einer guten Dreiviertelstunde von Nord auf West gedreht. Wenn ich so aus der Bucht rausschaue, sehe ich schon weiße Schaumkronen von rechts nach links laufen. Das heißt, wir hätten den Wind bis zum Kap Maleas von hinten. Das hätte auch noch den Vorteil, dass wir die ersten 10 Meilen der Strecke segeln können. Und dann, wenn wir ums Eck sind, werden wir schauen, wie es weitergeht, ob wir wieder zurückfahren, wenn der Gegenwind zu heftig ist, oder ob wir unseren heutigen Turn fortsetzen, bis Monemvasir, unser heutiges Tagesziel. So alles ansammelt. Shampooflaschen. Sabina missbraucht unseren Steuerstand oft als Wäscheständer. Das stimmt gar nicht. Nein. Auch Peters Badehose hängt über der Klampe. Er hat sie aber nicht hingehängt. Sie hängt aber trotzdem dort. Doch kaum sind wir ein Stück aus der Bucht draußen, dreht der Wind auf Nordost und wir müssen gegen ansegeln. Vier, fünf Meilen vor dem Kap haben wir strammen Wind mit 20 Knoten genau von vorne.
Wir gehen näher unter Land und suchen einen Platz, wo wir vor Anker das Nachlassen des Windes abwarten können. Da taucht eine Steinschüttung vor uns auf, so wie sie oft vor kleinen Häfen liegt. Dem Revierführer ist hier kein Hafen verzeichnet. Langsam tasten wir uns heran und werfen erst einen Blick in den Hafen, bevor wir dann bei der nächsten Runde die Einfahrt wagen. Nein, das ist schon sehr klar, wenn man sich wieder denkt. Das ist nicht groß. Die Einfahrt ist nicht breit, maximal 10 Meter. Doch gleich hinter der Einfahrt empfängt uns ein kleines, ruhiges und leeres Hafenbecken. Wir lassen uns vom Wind längsseits an die ca. 30 Meter lange Mole rantreiben. Ja, wir haben hier in einem kleinen Hafen Schutz gesucht, ca. 4,5 Meilen vor Kap Maleas. Dieser Hafen ist bis jetzt in keinem mir bekannten Revierführer eingezeichnet. Er ist auch nur für kleine Boote geeignet, so bis maximal würde ich sagen 1,5 Meter Tiefgang. Und dürfte ganz neu sein. Ja, höchstens ein paar Jahre alt. Der Vorteil, 8 Meilen weniger bis zum Kap Malias und dadurch auch 8 Meilen weniger bis Bonnenvasir. Ich war nicht ganz exakt. Was soll ich jetzt sagen? Der Vorteil ist, dass der Hafen eine Unterbrechung 8 Meilen näher beim Ziel ermöglicht. Also der Vorteil ist, dass der Hafen 4,5 Meilen vor Kap Malias liegt und damit die Strecke nach Bonnenvasir um 8 Meilen verkürzt. Die Einfahrt ist nach Südosten offen. Auf der rechten Seite ist es tiefer als links. Im Hafenbecken ist die Tiefe ca. 2,5 Meter, an der Mole mindestens 1,5. Falls der Wind nicht nachlässt, könnten wir hier sogar problemlos übernachten. Natürlich haben wir unsere Entdeckung auch mit befreundeten Seglern geteilt. Ein paar Tage später bekam ich dieses Foto. Kurz nach 16 Uhr hat der Wind so weit abgeflaut, dass wir wieder ablegen und unsere Reise fortsetzen. Wir dem Kap kommen, umso mehr flaut der Wind ab. Wir sind nicht die einzigen, die das Wetterfenster nutzen. Doch noch haben wir 20 Meilen vor uns. Zügig fahren wir nach Norden, während sich die Sonne langsam dem Horizont annähert. Thank you.
ergattern den letzten freien Platz innen an der Außenmole. Glücklich, das Kap Maleas heute doch noch geschafft zu haben, holen wir uns noch einen kleinen Snack an Bord. Heute haben wir uns eine griechische Spezialität an Bord geholt. Original Gyros Bitter. Schwein und Huhn. Guten Appetit. Hast du vorher schon gemörmelt? Ja. Und du hast dich gleich abputzt? Ja. Beim ersten Bissen. Aber auf dem gemusterten Rockerl sieht man es nicht. In der nächsten Folge machen wir eine kleine Rückblende. Wir besegeln den lakonischen Golf hoch bis Githio, zeigen euch ein paar Ankerplätze, die wir entdeckt haben, und besuchen das Gibraltar Griechenlands. Was denn, und wenn euch das Video gefallen hat? Freuen wir uns über nette Kommentare und einen Daumen. Ja. Können wir nacheinander sagen, wo der Ja, dann fangen wir an. Und wenn euch das Video gefallen hat? Freuen wir uns über nette Kommentare. Und einen Daumen hoch. Gut. Dann schau dran. Aber und einen Daumen hoch hätte man gleichzeitig sagen können. Ja, sagen wir nochmal. Wenn euch das Video gefallen hat, du bist dran. Achso, gut, nochmal. Wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns über nette Kommentare und einen Daumen hoch. Gut, ich bin Linkshänder, ich darf das.